Leute, was geht? Ich bin Sutranix und willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale von unserem Level 1 Account. Wir befinden uns in Arena 9 mit Level 1 und werden heute ein fettes Chest Opening für 13.500 Gems machen. Bevor wir damit aber anfangen, heute läuft ein Giveaway auf meinem Kanal. Und zwar könnt ihr eine 25 Euro Google Play oder iTunes Karte gewinnen. Um teilzunehmen, müsst ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren, diesem Video einen Daumen nach oben geben und einen Kommentar schreiben, ob Android oder iOS, damit ich weiß, falls ihr gewinnt, was ich euch kaufen muss. Außerdem müsst ihr noch in die Beschreibung gehen und einmal den Kanal abonnieren, der dort verlinkt ist. Das ist ganz wichtig, dass ihr das macht, denn wenn ihr das nicht macht, könnt ihr nicht am Giveaway teilnehmen. Und wenn ihr die ganzen Schritte befolgt habt, dann habt ihr auf jeden Fall am Giveaway teilgenommen. Folgt mir gerne auch auf Instagram, dort werdet ihr nämlich kontaktiert, falls ihr gewinnt. Wir öffnen hier nochmal schnell die Free Chests und wir springen direkt, ja, ins Gameplay, beziehungsweise einfach ins Spiel rein und werden gleich die ersten Magietruhen öffnen. Magietruhen werde ich mir wahrscheinlich nur kaufen, denke ich mal, denn die sind, ja, relativ günstig. Und die Chance, dass man eine Legendary bekommt, ist auch hoch. Ihr seht hier mein Deck, ich habe 2 Legendaries weniger im Deck. Ja, ich habe, glaube ich, den Lava-Hund und den Miner rausgenommen. Und hier kann man jetzt auf jeden Fall nämlich noch den Scharfrichter freischalten. Den werde ich auf jeden Fall in mein Deck integrieren, sobald ich ihn freigeschaltet habe. Ich werde ihn heute sicherlich freischalten, denn man kann ihn in Arena 9 bekommen. 3 epische, 21 seltene Karten sind in der ersten Truhe enthalten, beziehungsweise in allen Truhen. Let's go. 692 Gold, 6-mal der Eisgeist. Einmal den Blastrohr-Kobold freigeschaltet, sehr, sehr geil. Spiele ich aber nicht. 25-mal die Kobolde, 4-mal die Musketieren, 49-mal der Tesla. Es wird keine legendäre Karte, 16-mal die 3 Musketierinnen und 4-mal den Wut. So, das war die erste Truhe. Weiter geht es direkt mit der nächsten Truhe. Ich glaube, ich werde einfach mal alle durchskippen, damit das schnell hinter uns geht, also damit wir das schnell hinter uns haben, denn ihr sagt immer, yo, du brauchst immer zu lange, deswegen Leute, genießt das Opening, wir öffnen hier eine nach der anderen, leider auch keine legendäre Karte in der zweiten Truhe, noch besteht die Hoffnung, dass wir überhaupt eine legendäre Karte bekommen, ich hoffe natürlich, dass wir heute das Holz bekommen, das Kampfholz, das ist wirklich die einzige legendäre Karte, die mir bisher noch auf meinem Level 1 Account fehlt und schreibt mal alle Hashtag Kampfholz in den Chat, oder nee, nicht in den Chat, sondern schreibt mal alle Hashtag Kampfholz in die Kommentare. Wenn ihr das macht, dann bekomme ich heute zu 100% eine legendäre Karte und diese legendäre Karte wird das Kampfholz sein. Ich predikte es, Leute. So, 19 mal, oh, 3 epische wären jetzt geil. Komm, bitte 3 epische, das wäre jetzt heftig und oh mein Gott. Wir bekommen hier einfach mal eine legendäre Karte und das schon relativ früh. Wir haben noch gar nicht so viele geöffnet und wir bekommen 3, 2, 1, 0 und wir klicken drauf, den Inferno-Drachen. Okay, wir haben hier den Inferno-Drachen bekommen, ist auf jeden Fall in Ordnung, brauche ich zwar gar nicht. 5 Inferno-Drachen habe ich bisher, kann ich nichts mit anfangen. Ich kann keine Karten upgraden, sonst wäre ich logischerweise Level 2. Ist schade, aber es ist eine legendäre Karte, kann man sich auf jeden Fall trotzdem drüber freuen. Kampfholz wäre natürlich besser, denn das habe ich noch gar nicht. So, genau, Koboldhütte und das wird keine legendäre Karte, wir bekommen noch 4-mal die Hexe. Ist auch ganz in Ordnung, wir haben noch knapp unter 10.000 Gems. Oh shit, Leute, ich hoffe wirklich, dass wir in dieser Folge, ja, einfach mal, oh mein Gott, wir bekommen noch eine legendäre Karte. Wir bekommen hier aus dieser Super-Magie-Truhe noch eine legendäre Karte. Was denkt ihr, bekommen wir? Oh mein Gott, ich hoffe nicht irgendwas, was ich schon habe. Ich hoffe nicht, was ich habe. Also einfach, ich hoffe aufs Kampfholz, sage ich mal so auf gut Deutsch. Leute, let's go. Wir öffnen die Truhe und nein, den Holzfäller. WTF, Leute. Oh mein Gott. Okay, den Holzfäller. Wow. Muss ich mitleben? Ich hätte jetzt ehrlich gesagt eher daran geglaubt, dass wir mal endlich das Kampfholz bekommen. Passiert aber nicht. Leider haben wir kein Kampfholz bekommen. Ist schade. So, 56 mal der Knall, da bekommen wir keine legendäre Karte. Wir haben nochmal 4-mal den Freeze bekommen. Ja, das ist echt wenig Gold, was wir hier bekommen haben gerade. Oh, ich dachte gerade, das wird eine Legendary, aber nur ein Scharfrichter. Und zu guter Letzt nochmal 3-mal den Tornado. Ist auf jeden Fall auch in Ordnung, würde ich behaupten. Aber keine legendäre Karte. Und ich freue mich wirklich nur über legendäre Karten. Und besonders würde ich mich freuen, wenn ich das Kampfholz bekomme. Leute, das Kampfholz ist so wichtig. Ja,
Das ist wichtig. So, und keine legendäre Karte. Wir bekommen noch dreimal das Dragon Baby. Oder das Baby Dragon. Keine Ahnung, wie rum das heißt. Ich glaube Baby Dragon. Und im Deutschen Drachenbaby. So. Okay, come on. Ich glaube, die sind voll. Jetzt noch epische. Oh, nee, Leute. Fehlt wieder eine epische. Wir bekommen noch zweimal den Blitzzauber. Schade, Schokolade. Und egal. Wir müssen einfach dran glauben, dass wir noch das Kampfholz bekommen. Ich glaube fest dran. Und wenn ihr fest an irgendwas glaubt, Leute, dann wird es auch wahr. Ich glaube, wir bekommen noch das Kampfholz heute. Viermal der Bowler. Come on. Wir haben nicht mehr viele Gems. Aber, Leute, niemals das Ziel aus den Augen verlieren. Wie auch immer. Ich glaube dran. Wir bekommen das Kampfholz. Ich brauche es unbedingt. Dann habe ich wirklich jede legendäre Karte mit Level 1. Klar, am 24. kommen noch neue legendäre Karten raus. Einmal die Nachthexe und die Banditin. Dann haben wir natürlich nicht alle, aber zum jetzigen Zeitpunkt hätten wir dann alle, wenn wir das Kampfholz heute noch ziehen. Oh mein Gott, hier ist eine legendäre Karte drin. Oh mein Gott. Bitte, 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 bitte das Kampfholz. Wenn das nicht das Kampfholz ist, dann esse ich wirklich einen Besen. Wenn wir heute kein Kampfholz bekommen, dann gebe ich euch allen 100 Euro. Nee, ich könnte ausrasten. Bitte das Kampfholz, Leute. Oh mein Gott. Bitte das Kampfholz, let's go. Und nein, den Elektromagier. Wenn wir jetzt kein Kampfholz mehr bekommen heute, dann muss ich euch allen echt 100 Euro geben. Nee. Oh Gott. Leute, wir müssen das Kampfholz heute noch bekommen. Wenn wir es nicht bekommen, das wäre so mies. Oh mein Gott, come on, bitte, bitte. Nein. Oh mein Gott, viermal der Wut zum Schluss. Oh shit, Leute. Wir haben nur noch drei Truhen vor uns, die wir öffnen können. Und nach den drei Truhen ist Ende, Leute. Da ist wirklich Ende. Oh mein Gott, nein. Und keine legendäre Karte. Noch zwei Truhen. Come on, zweimal die Musketierin, nee, zweimal die drei Musketierinnen waren das. Und come on, das wird auch keine legendäre Karte. Mist, Leute, viermal das Giant Skeleton, das ist gerade echt schade. Die letzte Truhe, 700 Gold. Leute, wir müssen in dieser Truhe einfach mal das Kampfholz bekommen. Ohne Witz, dreimal der Bombenturm, nein. Bitte mehr, ich brauche mehr auf einen Haufen. Dreimal der Eisko, oh nee, die splitten sich so alle auf. Jetzt haben wir 9 Stück erst. Ah, viele gewöhnliche. Oh mein Gott, seltene sind voll. Oh mein Gott, seltene und gewöhnliche sind, glaube ich, voll. Ich glaube es. Oh mein Gott. Ich glaube, das wird der Legendary. Bitte das Kampfholz. Lieber Supercell, Clash Royale. Gott, gib mir bitte, bitte das Kampfholz. Wie lange schwitze ich schon darauf, dass ich mal das Kampfholz bekomme? Und, oh mein Gott. No way. Wir bekommen das Kampfholz. Wie geil. Oh mein Gott. Wir bekommen in der letzten Truhe einfach mal das Kampfholz. Oh mein Gott, wir haben jede legendäre Karte mit Level 1 jetzt. Alter, ist das heftig. Oh mein Gott. Das ist gerade richtig, richtig heftig, Leute. Oh mein Gott. Schaut euch das mal an. Wir haben ja schon unglaublich viele Legendaries im Deck. Und jetzt haben wir einfach alle legendären Karten. Ich habe jetzt den Tornado und die Skelettarmee drin, weil ich einfach finde, dass die besser im Deck passen, denn mit diesem Deck bin ich weitergekommen als mit meinem vorherigen Deck. Und wirklich, eine Karte hat in dem Deck gefehlt, und zwar das Kampfholz. Das Kampfholz, ihr müsst euch vorstellen, was macht ihr, wenn der Gegner einen Goblin Barrel wirft? Richtig, es verteidigen. Ja, und wie? Ohne Kampfholz? Keine Ahnung. Das Ding ist, Pfeile machen die Goblins natürlich gar nicht down. Meine Pfeile machen nicht mehr Skelette down. Das ist echt heftig, dass wir heute an diesem wunderschönen Tag, ja, das Kampfholz bekommen haben. Oh mein Gott, Leute, ich bin so gehypt. Das ist so heftig. Leute, 3000 Likes, easy. Folgt mir auf jeden Fall mal auf Instagram. Und Leute, ich würde einfach mal sagen, das war's mit der heutigen Folge von Clash Royale. Macht beim Giveaway mit. Abonniert unbedingt meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst, Leute. Es ist heftig. Geiles Chest Opening, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. I found a message from my best friend hidden in your phone. It said she missed